Das Spiel ist aus. Abpfiff im Hamburger Volkspark. Der HSV schlägt Hannover 96 3:1. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, es sah einfach aus wie eine ganz laue Partie. Der eine mochte den anderen nicht wehtun. Ja, und dann passierte in der 28. Minute vor dem Fehler. Aber will das Spiel eröffnen von hinten heraus. Aber statt auf außen zu das Spiel zu öffnen, in die Mitte rein, der auf Rincon. Rincon ist umzingelt von drei Hannoveranern. Rincon kann den Ball nicht kontrollieren. Ja, der Ball wird ihm abgeluchst. Nutznießer ist dann Husti, Hannover 96. Der geht dann auf Adler direkt zu, ja, und von Nickel zum 1:0 für Hannover 96. Gut, das war die 28. Minute. Nun hatten wir ja schon die großen Bedenken, aber Fege der. Freistoß auf der linken Seite in der Hannoveraner Hälfte. Schandloge schießt den Ball richtig scharf rein. Ron Zieler, Außentor raus, faustet, sehr gut geklärt. Also da gibt es nichts einzulassen, aber normalerweise war die Situation schon dadurch entschärft. Doch da lauert unser Milan Badl und kriegt den Ball so 25 Meter auf den Fuß und zieht einfach sofort ab. Ja, Silon nach dem Tor, Ball schlägt ein, 1:1. Ja, da war noch eine schlechte Partie, wurde nochmal durch zwei Tore honoriert, Halbzeit. So, die Anpfiff zur zweiten Halbzeit, die meisten, die waren noch im Kuchenblack oder waren noch am Bierstand, steht 2:1 für den HSV. Ja, was ist passiert? HSV übernimmt gleich die Initiative, gleich in der 45. Minute. Der Ball kommt ins Mittelfeld, weiter raus zu Westermann auf der rechten Außenposition. Aus dem vollen Lauf schlägt Westermann eine gut getimte Flanke in den Hannoveraner 16er. Ja, da steht kurz, auf der Kurzseite steht Maxi Beister, vernickelt das Ding mit dem Kopf. Na, sieht man auch nicht alle Tage, aber der Ball war auch unhaltbar. Ja gut, das Kopf von Ungeheuer, Maxi Meister. Dann das Spiel, das plätschert ja weiterhin hin und her. Und jetzt dachte man, komm, Ruhe rein. Aber nein, der HSV, der andere HSV, also aus Hannover, war immer noch wieder gefährlich. Und 2:1, das wisst ihr selber, das ist ein Schiedergebnis. Hannover gab nicht auf, HSV hatte mehrere... auch gute Entlastungsangriffe. Doch dann kommen wir zur 85. Minute. Hannover macht wieder, versucht mal wieder, geht wieder auf den Ausgleich. Der Angriff wird abgefangen und dann schaltet der HSV ganz schnell. Der Ball, der kommt nach dem Abfang ins Mittelfeld, da 25 Meter vor dem Hannover 96 nimmt Beißel den Ball auf und jetzt hat er zwei Optionen. Entweder rechts raus, da lauert Lasogga, aber er war nicht richtig im Tritt. Links läuft raus Chalou und da hat Meister alles richtig gemacht. Den spielt er einfach links raus auf Chalou und Chalou hat eine ganz schlechte Position, praktisch fast ein spitzer Winkel, aber er fasst sein Herz und verneckert das Ding mit dem rechten Außenspann ins rechte Hannoveraner Tor von seiner Seite ausgesehen. Also es steht 3:1 für den HSV. Ja, und damit können wir leben. Und da war die Messe gelesen. So, das Spiel plätschert da weiterhin. Und das war der blanke Hans für hsvreporter.de.